Ich bin eine Biene. Oh, arschgeiles Wetter. Hallo. Ah, wer bist du denn? Ich bin eine Biene. Und was machst du da oben? Ich bestäube dich. Was? Nein, hör auf, warum machst du das? Warum hilft denn hier keiner? Du bist von mir gefickt. Oh Mann, hör doch auf, Mann. Und das scheiß Leute auch, wenn der Humor wirklich mega böse ist. Ich liebe einfach diesen Sketch von Dirty with Pain. Ist halt irgendwie genau mein Humor gewesen, deswegen musste ich diesen Sketch einfach mal nachbauen. Yo. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Willkommen zu einer weiteren Folge von Talk in Comments. Das Intro war viel zu schlecht. Nochmal bitte. Was? Was war denn darin schlecht? Du musst da viel mehr Energie reingeben, Mann. Okay, Moment. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Willkommen zu dem wohl geilsten, aber auch verrücktesten Format aller Zeiten. Hier entsteht der größte Bullshit, der abgefahrenste Scheiß, der wahnsinnigste Content, den man niemals in den Trends finden wird. Oh, also letzte Fakt macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. So, Leute, nach über 100 Folgen wisst ihr, wie es läuft. Ihr habt mir Fragen auf Twitter gestellt und ich schau mal, ob ich diese beantworten kann. Und los geht's! Was hältst du von Artikel 13 des Urheberrechtsgesetzes? Das ist so ziemlich der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Anfangs habe ich irgendwas von Internetzensur gehört und habe mir das ungefähr so vorgestellt. Vergiss es, Julian, das zensieren wir. Nee, Katja, das will auch keiner sehen. Und dieses Gesicht ist einfach viel zu hässlich für das World Wide Web. Okay. Aber wer es genauso wie ich viel zu spät mitbekommen hat, genau heute wird debattiert, ob es nicht logisch ist, dass man bei jedem Upload, egal ob YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, egal auch was, ob es Video, Bild ist, ob man da nicht prüfen sollte, automatisch durch eine Maschine oder so, ob da nicht irgendwo ein urheberrechtlicher Verstoß ist. Und das ist halt ziemlich scheiße. Wenn ich jetzt so meinen Kanal mir anschaue, dann sehe ich so, okay, alle Memes, die ich benutze, wie zum Beispiel Leck mich doch am Arsch, Skandal! So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Das darf ich da nicht mehr. Es wird auch schwierig bei Parodien oder auch generell, wenn ich mich über irgendwas lustig machen wollen würde, wie zum Beispiel Oh mein Gott, was ist denn mit Zeo passiert? Irgendein Song muss sein Gehirn halt weggebumst haben. Ja, und Zeo und das Internet gäb's dann sowieso nicht mehr, weil ich hab darauf kein Urheberrecht. Spielt der ganze Kanal wer im Arsch, genauso wie News oder Blogs oder sogar Fanpages. Ihr habt kein Recht auf Bilder von anderen YouTubern, ihr könnt das nicht verwenden mehr. Deswegen hoffe ich natürlich, dass es nicht beschlossen wird, sonst verliere ich wirklich den Glauben an die Menschheit. Naja, mal schauen. Kannst du mal einen richtig krassen Zaubertrick machen? Ach, du meinst sowas wie das hier? Nee, es gibt einen Trick, den kann ich wirklich sehr gut. Ich habe keine normalen Spielkarten, deswegen machen wir es einfach mit Yu-Gi-Oh! Karten. Also hier, der Schweigsamer Magier. Merkt euch die Karte sehr gut, denn passt auf. Bruder! Magie! Bruder! Magie! Jemand aus meiner Klasse hat ein Referat über dich. Was sagst du dazu? Ich kann dir gar nicht sagen, was ich davon halte, weil dann müsst ihr das Referat erstmal sehen. Mein heutiges Referat handelt um das Verhalten von Arschlöchern. Dieses möchte ich zeigen anhand eines Beispieles. Hey, ich bin kein Arschloch! Loser. Bibis Kind mit einer Live-Geburt. Ach Gott, bitte nicht. Stell mal vor, Julenke würde die Geburt wirklich live streamen. Alter! Also wir wussten ja alle schon immer, dass Bibis Mund groß ist, aber... Kann man über sowas Witze machen oder geht es zu weit? Nee, ist ja nicht böse gemeint. Na gut. Doch, kommen wir nun lieber zur Facebook-Time. Facebook-Time. So, dann stelle ich jetzt der Facebook-Community eine kleine Frage. Ja, das klappt, Zeus hier. Mal reinschreiben in die Kommentare, wenn ich bei euch ein Lehrer wäre, was will ich unterrichten und wie wäre der Unterricht so? Einfach mal reinschreiben in die Kommentare, würde ich sagen, sieht man sich schon heute. Bis dahin noch viel Spaß hier auf Facebook und bis dann. Ciao, juhu! Ja, so viel dazu. Was machst du, wenn du die 300.000 hast? Ist schon wirklich krass, dass wir uns darauf zubewegen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Special machen soll. Habt ihr eine Idee, wenn ja? Also ich muss echt noch überlegen. Schreibt mir gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare. Ich könnte mir halt vorstellen, dass mit jede Menge Gast-YouTubern was Cooles wäre. Kannst du mal bitte gegen die Wand rennen? Oh Mann, ihr habt das echt nicht vergessen, oder? Ihr habt die Like-Challenge von der letzten Tag-Folge ja gewonnen und euch einen Sprung gegen die Wand gewünscht. Ja, und ich wäre ja nicht ich, wenn ich mein Versprechen nicht halten würde, oder? Also los geht's. Keiner Spaß. Also hier nochmal jetzt der Aufprall gegen die Wand. Oh. Und so kriecht sich der Schleiß. Jetzt habe ich echt so einen roten Stream. Ich wollte eigentlich gar nicht ein Gesicht aufschlagen, aber... Verkackt. Au. Ich hoffe, ihr seid jetzt glücklich. Ja, irgendwie schon. Nimm mal ein Video oberkörperfrei auf. Ja, geht doch nicht. Wie kriege ich es hin, dass nicht mehr gefühlt jeder Junge, den ich kennenlerne, auf mich abfährt? Oh Gott, da tust du uns wirklich unglaublich leid. Ist schon scheiße, wenn man überall so gut ankommt und so beliebt ist. Okay, Spaß beiseite. Es ist schon irgendwie schade, wenn Freundschaften zum anderen Geschlecht nicht so wirklich funktionieren. Aber bleib positiv, Zeo-Elite und dann auch noch Warrior Cats abfeiern. Ich glaube, dein Geschmack ist halt einfach viel zu geil. Also ich bin wirklich überfragt, deswegen Aufgabe an euch. Was würdet ihr dir Mädchen raten? Ich bin sehr gespannt, was da von euch kommt. Aber bitte jetzt nicht nur Bullshit schreiben. Wie kannst du immer so sexy sein? Das schreit fast mal wieder nach einem kleinen Contest. Los, Zeo, geht am besten. Sei sexy. Ja, ich versuch's ja. 4 von 10 Punkten. Los, gib mehr. Wir haben aber schon mal den starken Oberarm gesehen, oder? Jetzt sind's nur 2 Punkte. Mach was anderes. Ich kann auch 12. Es wird halt echt nicht besser. Ach, verdammt. Aber vielleicht kann ja meine gute Freundin Merkel mir sagen, was man da machen kann, oder? Nö. Ja, ich musste das Meme nochmal benutzen, bevor Artikel 13 in Kraft tritt und mein Kanal komplett im Arsch ist. So, jetzt lösen wir die Facebook-Time auf.
Facebook Time. So, die Frage war ja, wenn ich Lehrer wäre, was würde ich dann so unterrichten und wie wäre der Unterricht so? Luna Taylor schreibt, du wärst bestimmt Sportlehrer, um Schüler mit einem Ball abwerfen zu können und in Jogginghosen rumzulaufen. Hier bitte den Einspieler EO einfügen. Philipp Markus schreibt, Deutsch, Grammatik ist voll dein Ding. Macht sich da einer über mich lustig? Und Corinna schreibt, du würdest Informatik unterrichten, wegen Videoschneiden und so weiter. Außerdem wärst du der Lehrer, der in einer Theatergruppe bzw. AG tätig ist. Dein Unterricht würde ich mir sogar informativ und gleichzeitig sehr spaßig vorstellen, wobei du Dinge, die du vermittelst, wirklich ernst nimmst. Klingt gar nicht so schlecht, also Lehrer werden wäre schon irgendwie ziemlich cool eigentlich. Aber dann müsste ich ja nochmal studieren, also lieber nicht. So Leute, wenn ihr dieses Video frisch nach dem Upload schaut, bin ich gerade online auf Twitch. Schaut gerne mal vorbei, Link ist in den Kommentaren angepinnt. Vielleicht können wir mal so ein bisschen quatschen, aber auch so wäre es cool, wenn ihr mal folgen könntet. Es wird nämlich auf alle Fälle so ein paar Special-Streams geben, wie zum Beispiel der Stream, wo wir die 300.000 Abonnenten reinfeiern. Also, dass ihr mal eine Live-Reaktion sehen könnt, wie wir genau die 300.000 erreichen, wie damals bei 100.000 oder bei 200.000 halt eben auch. Und das wollt ihr doch nicht verpassen, oder? Nein. Und solltest du zu den Menschen gehören, die mich zum allerersten Mal sehen, dann erstmal hallo hier natürlich. Und wenn du auch sagst, okay, ich möchte den Typen verfolgen, ich will kein Video mehr verpassen, dann lass jetzt ein Abo da! Und wie immer gibt es noch eine Überraschung nach der Endcard, also dranbleiben, Leute. Willkommen Endcard für letzte Folge. Hier drüben klicken. Da ging es um Nebelnik. Das war voll cool und lustig und mega aufgedreht und witzig. Ich hoffe, das Video war wieder unterhaltsam. Und würde ich sagen, sieht man sich am Samstag. Da kommt sogar Channel Basics wieder raus. Und das wird dann hoffentlich ziemlich lustig. Dann bis dann. Viel Spaß noch hier auf YouTube. Eine super geile Zeit. Und bis zum Wochenende schaffen wir es schon noch, oder? Dann bis dann. Ciao, ciao.